beraten. Ich gehe mal hier so ein bisschen hoch, weil wir das schnell mal spontan machen. Heidi Hetzert, ich muss dich ja hier nicht vorstellen auf der AWOS. Konntest du denn noch ein paar kleine Tipps weggeben oder habt ihr euch eigentlich nur über den nächsten Strickkurs unterhalten? Strickkurs, das können wir, glaube ich, beide nicht. Aber schon was Ähnliches, nämlich um Fahreranzüge, wo man passende herbekommt. Denn wir haben ja auch ein bisschen eine andere Figur als die Kerle. Ja, manchmal. Und bequem sein sollen sie auch. Also da gibt es schon auch ein paar Tipps, die man sich geben kann. Aber ansonsten kennt ihr ja nicht, ja, die AWOS sehr gut. Und ein bisschen Glück braucht man dazu und das brauchen wir alle. Und das wirst du schon haben, ne? Und ansonsten Dampf machen, dann gehen die anderen beiseite. Ganz normal. Also, viel Dampf, wie ihr sagt, und wir sehen uns ja nachher sicher auf dem Treppchen. Ja? Okay, tschüsschen. Ralf Kellernes, ich will dich nicht immer darauf ansprechen, aber wir müssen es hier gerade auch in Berlin sagen, weil dein Vater ist ja nur eine ganz große Nummer gewesen im Motorsport, immerhin Europameister. Große Rennen ist er gefahren, jetzt du aber ja auch schon seit Jahren. Ein Name, der eigentlich schon an seinem so ein bisschen vorbeilenkt. Und hier auf der AWOS wieder, dazu mal erstmal Glückwunsch vorweg. Führst du gerade die Pole Position an oder was? Wie viel Dampf bringst du hier mit? Ja, im Moment stehe ich auf der Pole Position. Ich schätze, für das Rennen ist alles noch offen, weil es ist jetzt auch vor allen Dingen durch die Wetterbedingungen ist sehr fraglich, wie es ausgehen wird. Und ich habe zwei starke Konkurrenten, neben mir den Herrn Tremmel und hinter mir den Herrn Schmidt. Also ich denke, es ist alles offen für die Meisterschaft und auch für das Rennen. Muss man sehen. Im dritten Jahr bietet die deutsche Tourenwagen-Trophy mehr Spannung als zuvor. Das haben zumindest die Rennen in der Vergangenheit bewiesen. Dafür spricht aber auch die Tatsache, dass die insgesamt 50 Startplätze in den drei Klassen für die Saison wieder frühzeitig vergeben waren. Bereits zum zweiten Mal startet die deutsche Tourenwagen-Trophy hier auf der berühmten AWOS in Berlin. Bereits im Vorjahr wurde den zahlreichen Zuschauern ein sehenswertes DTT-Rennen geboten. Doch in diesem Jahr dürfte es noch um einiges interessanter werden. Denn immerhin wird jetzt der Finallauf ausgetragen und am Ziel der diesjährige DTT-Meister gekürt. Die große Division, die Ford Sierra Cosworth mit dem aus der Pole Position gestarteten Ralf Kellenas, ist natürlich der Hit für die Zuschauer. In Schlagdistanz folgt Rüdiger Schmidt. Doch die wilde Jagd zeigt bald Wirkung. Beide Favoriten-Kossis bekommen Bremsprobleme. Kellenas zuerst, Schmidt überholt ihn. Mehrmals wechselt die Führung, bis Kellenas in der Schikane zu räubern versucht und sich dabei einen technischen Defekt einhandelt. Schmidt fährt schnell 30 Sekunden Vorsprung heraus und wird von Teamchef Walter Wolf angewiesen, es ruhiger angehen zu lassen. So lässt er seine Markenkollegen Berthold Bremel aus Krefeld, Markus Arndt aus Schiffweiler und Michael Hess aus Düren nicht zuletzt auch wegen eigener Bremsprobleme passieren. Sigo, die Firma Standox hat, glaube ich, im Moment noch nichts zu tun. Der Start ist absolut top verlaufen. Ja, wir können diesmal auf Farben noch verzichten, aber wir fahren ja noch ein Rennen heute. Und es könnte also passieren, dass im zweiten Rennen doch noch was passiert, dass wir die Firma Standox in Anspruch nehmen müssen. Ja, Sigo, ganz kurz, du bist hier am Tippen. Was machst du jetzt hier? Ich stoppe jetzt von unseren Fahrern die Rundenzeiten und von unseren Gegnern, um zu gucken, wie schnell und wie gleichmäßig die Fahrer fahren. Genau. Und wie sieht's aus? Gute Laune im Team? Oder wie liegt ihr im Moment im Rennen? Na, der Mario ist Dritter und der Fischer ist Sechster und das ist schon okay. Erstes Resümee der abgelaufenen Saison. Die beste DTT, die es bisher gab. Und der Sieger, er heißt Rüdiger Schmidt. Mario, das Rennen ist gelaufen. Wie ist gegangen? Ja, wir Rennen ist zu Ende. Dritter Platz. Bin ich eigentlich sehr zufrieden. Bin vom sechsten Startplatz aus gestartet. Und Dritter kann man eigentlich sehr zufrieden sein hier auf der AWOS. Der Fahren war etwas abgerissen vom Start weg. Und somit konnte ich im Prinzip nachher den dritten Platz gut verteidigen. Ja. Ist irgendwas Nennenswertes passiert im Rennen? Bist du gerempelt worden oder musstest du? Kleine Rempeleien hatten wir an der Anfangsphase, aber die sind also relativ glimpflich abgegangen. Wir haben einen kleinen Kotflügelschaden vorne.
Bremse ist jetzt leider ein bisschen hinüber, aber für das Rennen, wo wir jetzt noch starten, müsste das ausreichen. Geht nach Berlin mit der 56, Mario Hitler, Sepp Astra. Komm, bitte. So, jetzt da euch hier. Machen wir sehr freundlich. Bleibt im Haus. Bleibt im Haus. So, jetzt nehmen wir die anderen mit dazu. Sieger im zweiten Rennen, wie schaut's? Na, Mario ist in seiner Klasse Erster, der Ralf Zweiter und der Micha Kindler ist Vierter in der Klasse. Da kann man nicht meckern, oder? Nee, der Mario fährt mit einer Bremse, die also wirklich fix und fertig ist, also und fährt dabei auch noch sehr schnelle Zeiten. Ja, weil man hatte da zwischendurch halt keine Möglichkeit, weil die Autos normal ins Parc Fermé gehen und gleich anschließend das Rennen sind eigentlich die gleichen Autos unterwegs von dir. Das ist richtig. Wir fahren mit zwei identischen Autos, die vorher in der DTT gefahren sind. Und wir durften vom Veranstalter aus nur Räder und Benzin nachtanken. So, ich glaube, wir können ganz zufrieden sein. Wir sind hier mitten in der Boxengasse. Es gab heute wenig zu tun für euch, oder? Eigentlich schon. Die kleine Masse hat mir sonst immer so hart ausgefallen hier auf der Arbeit. Gott sei Dank. Nach dem ganzen Stress vom ganzen Jahr sind wir ganz zufrieden dieses Mal. Ja. Man merkt es auch gleich dadurch, sofort ist etwas mehr Ruhe im Team. Wobei ja viel Glück dazu gehört, dass alles heute weitergeht, sagen wir mal, dass die Bremse steht. Denn beide Autos fahren hier jetzt in zwei Rennen und man hatte keine Möglichkeit, irgendwas nachzuwechseln. Andere Reifen haben sie aber bekommen. Andere Reifen haben sie bekommen, bloß die Bremsen durften wir leider nicht wechseln. Und bei Mario sieht es vielleicht kritisch aus, aber er wird es bestimmt schaffen. Ralf, erster Platz, ein schönes Gefühl? Das ist immer ein schönes Gefühl, wenn man den ersten Platz macht im Rennen. Und gerade nach so einem harten Kampf mit Mario, wo wir uns beide an der letzten Rille bewegt haben mit der Bremse. Aber es hat so ganz gut geklappt. Na prima, also ein schöner Abschluss heute auf der Arbeit. Das auf alle Fälle. Ja, danke. Ich glaube, ein schöner Renntag geht zu Ende und auch für dich mit viel Erfolg. Ich muss sagen, mal unseren Zuschauer nicht sagen, wer du bist. Wir waren zusammen unterwegs mit der Monte Carlo und heute immerhin auf der Avus ein zweiter Platz. Bist du happy? Ich bin sehr happy, ja. Es war wesentlich mehr, als man erwarten konnte. Wir hatten 10 Starter in der Klasse und sehr gut besetzt gewesen. Ich konnte davon profitieren, dass ich einen sehr guten Start hatte und hinter mir war ein kleiner Unfall. Da war eine große Lücke. Und dann ging es sehr gut voran. Dann kam noch einer an mir vorbei, dem ist der Motor geplatzt und zweiter Platz. Na bitte. Super. Denn zumal ich ja mitkriegte, dass du Probleme hattest mit der Übersetzung, das heißt, weil es ja im Grunde ein Rallye-Fahrzeug ist, also nicht direkt für die Rundstrecke konzipiert, hast du machen können, noch größere Reifen auf? Also es gab das Problem, im ersten Training hat sich herausgestellt, dass ich also wesentlich zu kurz übersetzt war. Das hat bedeutet, dass ich also ungefähr nach der Hälfte der Geraden schon meine maximale Drehzahl von 8.082 so erreicht hatte. Und dann musste ich mich also mehr oder weniger über die letzten 500 Meter mit der Drehzahl retten. Und das hat zur Folge, dass die Spitzengeschwindigkeit immer die gleiche bleibt, die bei den anderen also noch ansteigt. Und dann habe ich Freunden noch mal testweise andere Reifen bekommen, 15 Zoll Felgen und so weiter. Und damit ging es dann. Ja. Ich habe mich eigentlich am Rande auch so ein bisschen freuen können. Ja. Das Auto blieb ganz, denn genau. Wir überlegen ja gerade, ob wir eventuell wieder, also im kommenden Jahr, die Monte Carlo fahren. Ja, das hoffe ich doch.